herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen hier mal wieder zu einer weiteren Runde auf der wunderschönen Walchmap. Ja, ihr seht, heute geht es um die Aussaat. Ein Feld ist schon erledigt und zwar habe ich dort Hafer ausgesät. Jetzt geht es um den Schlag. Schauen wir mal. Hier, Schlag 44. Dort würde ich gerne Mohn aussehen. Ja, Mohn können wir anschließend verkaufen. Bringt gutes Geld ein. Können wir uns anschauen. Hier, pro 1000 Liter gibt es zwischen 1273 und 1266 gutes Geld dafür. Und so soll es auch sein. Weil wir müssen Geld verdienen. Geld haben wir nicht, Geld müssen wir verdienen. Aktuell ist der Stand 132.645. Wir brauchen aber noch ein bisschen finanzielles Polster für den Winter. Weil, ja, weil wir werden noch Futtermittel dazu kaufen müssen für unsere Milchviecher. Da sieht es aktuell, müssen wir gleich mal schauen. Hühner sieht noch gut aus, die haben noch ordentlich. Und die Kühe, oh, müssten wir mal ein bisschen was sauber machen. Dann Mischration haben sie noch, Grassilage haben sie auch noch, das habe ich auch erst gemacht. Und ja. Dann haben wir ja auch schon ein bisschen Gülle und ein bisschen Milch. Das ist sehr schön. Aber heute geht es ja nicht darum. Heute geht es, wie gesagt, darum, dass wir eine Aussaat machen. So, erstmal ordentlich hinsetzen. Und dann kommen wir mal zum Schlag. So, ja. So verdient uns hier unser Steier. Und Sämaschine habe ich gemietet und zwar ist es die Starer. Master 3570, 3,90 Meter Arbeitsbreite mit Düngefunktion. Allerdings die Düngefunktion, die brauchen wir nicht, weil wir hatten ja hier am Anfang des Let's Plays gesagt, dass wir hier definitiv auf Biobasis arbeiten und wenn wir hier ausschließlich Bio arbeiten, ja, ist Mineraldünger absolutes Tabu. Und demzufolge können wir dann halt auf diese Funktion in der Saatmaschine verzichten. Ich habe sie trotzdem gemietet, weil ich der Meinung bin, dass sie doch sehr gut hier auf die Map draufpasst. Aufgrund ihrer doch etwas geringeren Arbeitsbreite. 6 Meter Arbeitsbreite wären mir schon wieder zu viel, meiner Meinung nach. Und jetzt müssen wir hier aufpassen, die Sämaschine ist etwas breiter. Jetzt, wenn man nicht nach vorne guckt. So. Das passt. Passen, dass wir hier nichts umnähen. So. Dann wäre das hier der Schlag 43. Und dort, wie gesagt, wenn wir jetzt Mond aufbringen, dann haben wir noch zwei Schläge, die dann noch angesät werden müssen.
Wir haben jetzt natürlich ein wenig Zeitdruck, dadurch, dass wir uns ja, dass mir hier Seasons anfangs ziemliche Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ist natürlich jetzt etwas Zeitdruck. So, schauen wir noch mal kurz, ob wir die Einstellung alle haben. Jawohl, haben wir. So, wir gehen halt bloß mit dem Getriebe runter. So. Ja, Prosit brauchen wir nicht. Fahrgassen, ja, müssen wir eigentlich nicht einfahren. Bei Kompost wird vor der Aussaat oder beziehungsweise biologische Düngemittel werden vor der Aussaat gemacht und nicht nach der Aussaat, weil diese dann eingearbeitet werden müssen. Das heißt, wenn ich das jetzt im Nachhinein noch machen würde, müsste ich das einarbeiten und das ist ja eher denn doch kontraproduktiv. So. Und dann geht es los. Werden wir mal mit dazu nehmen. Aber irgendwie habe ich sau doofe Gefühl. Ah. Ich darf nicht nehmen. Erstmal Deckel zu hier. Das müsste das eigentlich angenommen haben. Jawohl. Dadurch, dass ja der Schlepper hier über kein GPS verfügt, müssen wir das Ganze per Sicht machen. Deswegen fange ich jetzt hier auf der rechten Schlagseite an. Weil diese ja dann doch recht gerade verläuft. Damit ich halt bei der Aussaat daran orientieren kann. Das läuft auch. Ganz gut aus.
sorry. Und weiter geht's. Stappenbach. Zum Thema Stappenbach kann ich nur so viel sagen, dass ich gerne dieses Projekt fallen lassen möchte, aus doch zwei wesentlich gravierenden Gründen. Der erste gravierende Grund ist, ich befinde mich noch mit dem Spielstand auf der V1.0 und die Stappenbach, wie ihr wisst, hat mittlerweile ein Update erhalten, der jetzt nun auch schon eine Zeit lang her ist. Und ja, der zweite Grund ist, ich befinde mich bei der Stappenbach sowieso im Verzug sozusagen. Verzug heißt, ja, heißt so viel. Einige YouTuber, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, sind schon doch extrem weit dort vorangeschritten. Und ja, demzufolge wüsste ich jetzt nicht, was ich euch noch auf der Stappenbach zeigen könnte. Was macht ihr denn jetzt hier? So. Das heißt, im Umkehrschluss, dass dieses Projekt doch recht langweilig wird für euch und ich möchte euch ja was zeigen, was interessant ist. Und nicht langweilige Sachen. Damit vergeudet nicht nur eure Zeit, beziehungsweise was heißt ich vergeude eure Zeit. Ist denn ganz einfach so, dass ihr keine Lust habt auf dieses Projekt und demzufolge gehen auch die Klickraten runter. Was ja schon passiert ist. Und demzufolge wird dieses Projekt Stappenbach, ja, auf Deutsch gesagt, eingestampft. Schade eigentlich drum. Das nächste Ding ist, wenn ich jetzt das Update machen würde, das heißt, ich würde mir die neue Karte runterladen, nach dem Update, sprich die V1.1 müsste das da ja dann sein. Dann müsste ich mir erst wieder meinen Hof bauen oder meine beiden Höfe, einmal den Rinderhof und einmal den Haupthof, wo die Schweine ansässig sind und die Hühner. Und das bedeutet dann wieder Zeit und wie gesagt, da kommt dann wieder so das Thema Verzug ins Spiel. Da bin ich dann halt der Meinung, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt. Ja, und demzufolge werden wir dann auch, wie gesagt, werde ich das Projekt definitiv einstampfen. Das heißt, von der Stappenbach wird es keine weiteren Folgen geben. Was zwar prinzipiell erstmal sehr schade ist, durch dieses Extensions und Forage Extensions. Wie
gesagt, wirklich sehr, sehr schade, aber ist halt so, ja, damit du halt Bescheid wisst. Ja, aber auch die Weichen, wie gesagt, Thema Bio machen wir weiter, auf jeden Fall. Und auch die Hofbergmann wird auf jeden Fall weitergeführt. Da kommen jetzt dann nächste Woche wieder neue Videos. Ja, dann bin ich aber schon wieder in der Gelegenheit, das Projekt Stappenbach zu ersetzen. Muss ich aber auch erstmal gucken. Und zwar hat der liebe Yogi die Ebsdorfer Heide diese Woche rausgebracht. Beziehungsweise gestern. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Also heute ist der 10. Die ja ebenfalls Boss Extensions und Forage Extensions darauf vorbereitet ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im 17er habe ich die Ebsdorfer Heide nicht gespielt. Da ist mir dann, muss ich ehrlich zugeben, mir auch wirklich was im Gang. Und das möchte ich auf jeden Fall im 19er auf gar keinen Fall machen, dass mir gerade wieder die Ebsdorfer Heide entgeht. Und diese Forage Extensions. Damit möchte ich schon auf jeden Fall spielen. Weil es halt doch eine sehr realistische Sache ist. Ne? Das Standardfuttersystem aus dem LS ist zwar auch nicht schlecht, aber die Forage Extensions interessiert mich dann doch schon ganz extrem. Auch viel sonst jetzt aber weiter nicht zu erzählen. Okay, da haben wir Streifen nicht erwischt. Ja, passiert. Das war jetzt nicht schön, aber passiert halt. Und ich bin ja auch ein Profi. Jetzt werden natürlich einige sagen, mit GPS wäre das nicht passiert. Ja, gut, aber ich habe gesagt, ich versuche so realistisch wie möglich zu spielen. Und dieser alte Steier hier,
hat nun mal von Haus aus ein GPS. Und auch das Nachrüsten von GPS in alten Traktoren ist mit unheimlichen Kosten verbunden. Ich denke, dass das kein Landwirt investieren würde in meinen alten Schlepper. Zu der Zeit, als dieser Schlepper hier gebaut wurde, gab es halt noch kein GPS. Und ja, und daher hat er auch kein GPS. Ich möchte mich da auch wirklich extrem weigern, ihr GPS einzubauen. Oder ja, doch kann man so sagen, einzubauen. Meiner Meinung nach doch sehr unrealistisch ist. So, viel gibt es ja jetzt hier nur bei der Aussaat nicht zu erzählen, das habt ihr ja alle schon mal gemacht. Das ist eigentlich auch gar nicht so eine große Nummer jetzt. Man muss daraus jetzt nicht wirklich eine Wissenschaft machen. Über 8 km kommen wir jetzt hier nicht drüber. Das ist die festgelegte Arbeitsgeschwindigkeit der Sämaschine. Reicht aber auch völlig aus. So, sagt gut, ist auch noch okay. Dass wir jetzt hier wenden, ohne dass wir den Nachbarn sein Feld kaputt fahren. Ich erwarte, es wird vielleicht doch ein bisschen. War jetzt hier vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Hätte man vielleicht doch anders machen können. Dieser Schräge hier. Ja, das ist mein Fehler, das hätte man vielleicht doch auf der Seite loslegen müssen. Aber okay. Gut, Leute. Dann würde ich euch jetzt wieder entlassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge werden wir dann Hofarbeiten machen, sprich wir werden die Tiere versorgen und wir werden dann auch mal den ersten Kompost herstellen.
Und während auch dann noch die Bio-Eierproduktion am Laufen halten, das heißt, wir müssen dann noch dann wieder neues Material zukaufen. Und da sind wir dann wieder beim Thema, dass wir dann halt jetzt wirklich mal Geld verdienen müssen. Sprich, wie gesagt, hier Sachen anbauen, womit wir auch Geld verdienen. Vielleicht ist, wie gesagt, der Mond nicht ganz so realistisch für diese Gegend hier. Aber ganz abwegig ist das auch nicht. Und demzufolge habe ich mich heute dafür entschieden, hier den Mond anzubauen. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen uns dann hoffentlich wieder im nächsten Video. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin sage ich bye bye, euer Agrargamer, und bleibt gesund. Bis dahin, ciao ciao.